Die Synchrotron-Lichtquelle Schweiz am Paul-Scherrer-Institut. Den Kern dieser hochmodernen Forschungsanlage bildet ein 280 Meter langer ringförmiger Elektronenbeschleuniger. Im Innern des Tunnels werden dort mittels intensiver elektrischer und magnetischer Felder Elektronen in einem Vakuumrohr auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Die Elektronen durchlaufen dabei je drei Abschnitte: den Linearbeschleuniger, genannt LINAC, den Booster und schließlich den Speicherring, wo sie über eine Dauer von bis zu durchschnittlich 8 Stunden kreisen können. Gewonnen werden die Elektronen aus einer Elektronenkanone, von wo sie auf einer geraden Strecke, dem Linearbeschleuniger, auf eine Energie von 100 Megaelektronenvolt beschleunigt werden. Von dort aus gelangen die Elektronen in den Booster. Dieser beschleunigt die Teilchen schließlich in unzähligen Umläufen binnen weniger Sekunden auf ihre endgültige Reisegeschwindigkeit von nahezu 1 Milliarde Kilometer pro Stunde. Fast so schnell wie das Licht. Aus dem Booster werden die Elektronen dann in den Speicherring überführt, wo, wie auch im Booster, eine Vielzahl periodisch angeordneter technischer Apparaturen die Flugbahn konstant halten. Schließlich werden die Elektronen in einem sogenannten Undulator mit Hilfe starker Permanentmagnete auf eine sehr enge Slalombahn forciert. Dabei senden die Elektronen hochfrequente elektromagnetische Wellen aus. Das Synchrotronlicht. Dieses Synchrotronlicht kann dann an den tangential abzweigenden Strahllinien, auch Beamlines genannt, zu Forschungszwecken genutzt werden, während die Elektronen ihre reguläre Kreisbahn beibehalten. Im Jahr 2001 startete die SLS mit 4 Strahllinien. Heute betreibt diese hochmoderne Anlage rund um die Uhr 16 Strahllinien. Und bis 2010 werden es sogar 20 sein, die von Wissenschaftlern aus aller Welt zu Forschungszwecken genutzt werden können. Für den reibungslosen Ablauf und die Sicherheit in der Anlage sorgt ein Kontrollzentrum, welches alle Aktivitäten überschaut und reguliert. Der Aufbau und die Wartung der anspruchsvollen Anlagen unterliegen dabei einem eigenen Fachbereich für Großforschungsanlagen, kurz GFA. Somit sichert das Paul-Scherrer-Institut Wissenschaftlern aus der Schweiz und anderen Ländern eine der modernsten Synchrotronforschungsanlagen der Welt.